Herzlich willkommen beim Podcast für Souveränität und Gelassenheit. Dein Podcast für deinen Erfolg und Genuss. Mein Name ist Nadja Lang und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du diesem Podcast schon länger folgst, weißt du längst, dass du dich mit gar nichts abfinden musst. Stress, Burnout, Schlaflosigkeit und trockene Kehle braucht kein Mensch. Innerlich aufräumen und die unsichtbaren Gummibänder entfernen, die dich zurückhalten und blockieren, kann man immer. Die Kontaktdaten findest du wie üblich auf nadialang.com. Du bist damit nur 2 Klicks entfernt von mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Schreib mir einfach. Manchmal gibt es einfach Unerklärliches in unserem Leben, oder? Etwas, das wie ein Stein auf den Schultern liegt oder wo wir so wie so eine Ahnung haben und was uns auch immer wieder wie blockiert. Und dafür habe ich eine ganz spezielle Adresse. In der heutigen Podcast-Folge habe ich daher wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Anton Stieger. Anton Stieger lebt im Kanton Zug, ist Architekt, Baubiologe und insbesondere ist er hellsichtig. Diese Gabe begleitet ihn von Kindesbeinen an und bestimmt seinen heutigen Tätigkeitsbereich. Hellsichtigkeit bedeutet für Anton Stieger, dass er die sogenannten Zwischenwelten sehen kann. Er untersucht Häuser, Wohnungen, Kliniken, Tierställe auf geomantische und elektrotechnische Störzonen und behandelt Menschen, die sich belastet und besetzt fühlen. Anton Stieger kann genau diese Fremdenergien wahrnehmen, die feinfühlige Menschen, Kinder und Erwachsene im Übrigen, sehr belasten und krank machen können. Und es gelingt ihm auf wunderbare Weise, diese Belastungen aufzulösen. Mittlerweile widmet er sich ausschließlich der spirituellen Lebensberatung und teilt als Autor von super spannenden Büchern seine Erlebnisse mit der geistigen Welt und verfasst Meditationen für praktische Übungen, damit du dir selber helfen kannst. Ich kenne Anton Stieger von seinen Büchern und aus Vorträgen, die ich besucht habe. Und ehrlich gesagt, insbesondere kenne ich ihn daher, dass mir Freunde und Kollegen immer wieder gesagt haben, den musst du mal kennenlernen. Da musst du mal hingehen, Nadja. Und so habe ich seine Bücher gelesen und bin kurzerhand an Vorträge gegangen und wollte ihn dann unbedingt für meinen Podcast haben. Allerdings war der Anton Stieger nach den Vorträgen jeweils so stark belagert, dass ich überhaupt nicht zu ihm vorgedrungen bin. Und mich dann entschieden habe, nicht in der langen Schlange zu warten und den Leuten eigentlich den Vortritt zu lassen, die ihn sprechen wollen, wegen Erkrankungen und wegen ganz ernster Dinge. Und habe dann ihm eine E-Mail geschickt und mich riesig gefreut, dass auf meine Anfrage sofort eine Zusage gekommen ist und es mich jetzt unglaublich freut, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen. Wir reden über seinen Werdegang, seine Historie und seine besondere Gabe mit der Hellsichtigkeit. Er verrät, wie es für ihn ist, mehr Dimensionen und damit auch Verstorbene zu sehen. Und ich finde es super spannend, aus erster Hand mehr über diese zusätzlichen Dimensionen zu erfahren, die Anton Stieger sehen und klären kann. Und wie er damit für viele, viele Menschen den Anfang zu einem Leben mit Erfolg und Genuss ermöglicht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration bei dem Gespräch mit Anton Stieger. Ich freue mich riesig, Sie begrüßen zu dürfen, weil Sie mit Ihrer Arbeit den Menschen, die Sie aufsuchen, genau das ermöglichen. Erfolg und Genuss im Leben zu haben, beziehungsweise auch wieder ins Leben zu holen. Und das auf Ebenen, die meine Coaching-Tätigkeit wunderbar ergänzen. Ich habe Sie für das Interview angefragt, weil mich Ihr Weg interessiert und alles, was ich bisher dazu gelesen und gehört habe, unglaublich fasziniert hat. Ihre Herangehensweise finde ich unglaublich inspirierend und faszinierend. Und Sie haben das gleiche Ziel für die Menschen wie ich, nämlich ein eigenverantwortliches Umgehen mit dem eigenen Leben und damit Erfolg und Genuss ganz natürlich von sich aus zu leben, jeder nach seiner Fasson, jeder nach seinem Interesse.
Ich wollte Sie daher wahnsinnig gern über die Seminare und Bücher hinaus kennenlernen und das Interview mit Ihnen führen und andere damit inspirieren. Jetzt sitzen wir bei Ihnen zu Hause und reden. Ganz herzlichen Dank, Herr Steger, dass Sie dem Interview einfach ganz spontan zugesagt haben. Und ich möchte Sie gerne einladen, holen Sie uns doch mal in Ihre Welt rein. Wann hat der kleine Anton Steger festgestellt, dass er mehr sieht als andere? Auch mich, meiner Seite, begrüße alle Zuschauer und Zuhörer zu diesem Interview. Diese Frage kann ich nicht ganz genau beantworten. Es ist mir vermutlich ergangen, wie den meisten Kindern. Man hat das gesehen, wahrgenommen und gedacht, alle anderen sehen es auch. Mir ist es dann irgendwann aufgefallen, dass meine Eltern mich nicht verstanden, als ich was sagte, nicht begreifen konnte, was ich da bemerkte. Und meine Geschwister haben nie was gesehen und haben natürlich vielleicht gedacht, ich erzähle Märchen. Gut, ich war der Älteste von der Familie und habe da natürlich eigentlich ein bisschen Vorsprung gehabt vor meinen Kindern oder Geschwistern. Aber erst, als ich vielleicht in die Schule ging, habe ich gemerkt, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen ein Sonderfall war, aber war damit ja gar nicht glücklich. Denn ich habe Sachen gesehen, die mir auch dauernd Angst machten. Mhm. Ich hatte keine Nacht schlafen können, denn in meinem Zimmer waren immer 5 bis 6 Monster, monsterartige Wesen. Ich habe die ganze Nacht gesehen, an meinem Bett, in meinem Bett, unter dem Bett. Mein Bruder daneben hat geschlafen wie ein Stein, hat nie was bemerkt, nie was gesehen. Und ich musste es wahrscheinlich anschauen und habe aus diesem Grund nie ein Licht ausschalten getraut, weil ich Angst hatte. Also die Angst begann mich natürlich zu begleiten, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann ändern konnte. Wie dürfen wir uns diese Monster vorstellen? Natürlich sieht keines aus wie das andere. Mhm. Und die sind eigentlich wie reduzierte Menschen mit Fratzengesichter. Im Nachhinein wusste ich, dass es Verstorbene waren, die eigentlich in die Dunkelheit hineingetaucht sind oder abgesunken waren und da natürlich gefangen sind und bei mir als Kind Hilfe holen wollten, obwohl sie das nicht ausgedrückt haben. Sie haben mich belästigt, gestört, haben auch über mich hergeredet und es war einfach noch schlimm. Ich hörte die natürlich den ganzen Tag reden oder flüstern. Also ihr müsst euch vorstellen, es sieht aus wie ein kleiner Mensch, der eigentlich ein verzerrtes, verkrüppeltes Gesicht hat oder Kopf und eigentlich die Hässlichkeit garantiert. Also eigentlich richtig Gruselwesen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann einen persönlich Bekannten vom Dorf eigentlich kennen konnte, der ja Pfarrhelfer war und der stand plötzlich vor dem Bett und bat mich um Hilfe. Dann wusste ich plötzlich, aha, das sind Verstorbene. Vorher wusste ich nicht, wer die waren, wer die kamen, was sie wollen. Das weiß ich heute noch nicht genau. Bei dem wusste ich es. Mhm. Und Sie wussten es, weil Sie ihn zu Lebzeiten bereits gekannt haben und wussten, er ist gestorben. Und die Person, die jetzt am Bett stand, konnte nicht die lebende Person sein. Ja, ich hatte Erfahrungen gemacht mit diesem Pfarrhelfer. Meine Großmutter, meine Oma, verstand, dass ich litt, nicht schlafen konnte, unglücklich war und hat gesagt, es ist ein neuer Pfarrhelfer im Dorf, komm, wir gehen mal zu dem, zu einer Privatbesprechung, der versteht dich sicher. Ich habe mit ihm schon andeutungsweise geredet und hat gesagt, ja, sei bereit, mit mir zu sprechen. Was ist passiert? Er hat mich gefragt, hinter dem Schreibtisch, was siehst du? Ich habe ihm wahrheitsgetreu erzählt, was ich sehe, wahrnehme und plötzlich wurde er wütend, zornig, bekam einen dicken roten Kopf, kam um den Tisch herum und schlug mich zusammen, schlug mir auch einen Zahn raus. Das war eine grobe Sache und ich muss sagen, ich war von dem Tag an natürlich nicht mehr überzeugt, dass ein Kirchenmann mir helfen konnte. Für mich brach ein bisschen die Welt zusammen und die Oma meinte noch, der hätte mir geholfen. Also, es ging gar nicht lange, vielleicht ein halbes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, stand er plötzlich von meinem Bett. Im ersten Moment war ich erstaunt, dass jetzt der da war. Der war vielleicht auf 80 cm geschrumpft, hat ein hässliches Gesicht, aber ich kannte ihn, einen weißen Kragen an. Und er sagte, Bub, ich habe dir Unrecht getan, ich sehe es jetzt ein, hilf mir bitte aus dieser Misere, ich bin in der Hölle. Mhm. Und
Und dann ist bei mir etwas abgegangen, was vorher noch nicht stattgefunden hat. In dem Moment begann ich eigentlich fast die Sicherung rauszuschrauben. Ich bekam so einen Wutanfall oder Zorn. Jetzt kommt dieser Mensch, der mich nicht verstehen wollte, vielleicht auch nicht konnte, schlug mich zusammen und bat mich dann in der Nacht um Hilfe. Ich konnte die Welt nicht verstehen. Das hat bei mir wie eine Explosion gewirkt. Ich habe geschrien, also wie von Sinnen. Alle Schande gesagt, jetzt verschwindet ihr anderen Idioten hier auch aus meinem Zimmer, weg mit euch, ich akzeptiere nichts mehr von euch. Und dieser Wutausbruch, dieser Willenskundgebung, ich will euch nicht mehr, hat bewirkt, dass alle sofort verschwunden sind. Mhm. Am nächsten Morgen hockte ich hinten auf der hinteren Treppe, beim Schneegestöber draußen, und am Morgen sagte ich, hey, guten Morgen, geht's euch da? Die haben geschlottert und schaut mich blöd an. Ich habe sie gesehen im halbdunklen Morgen, es war im Winter. Und von da an kamen die nie mehr in die Wohnung rein. Also ich habe gemerkt, ich als Kind konnte mit meinem Willen die im Schach halten. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich etwas Neues erkennen konnte. Denn vorher habe ich nichts zu lesen bekommen, was da in diese Richtung half. Meine Oma, die hat mich eigentlich da mitgeschleppt in die Kantonsbibliothek, zweimal Zug. Zwei Tage waren wir in der Nationalbibliothek in Bern. Sie hat gesagt, wir suchen ein Buch, das gibt es sicher irgendwo auch, was du hast, 10 andere wahrscheinlich auch, dass man deine Lösung findet, wie man das bringt oder wegbringt. Ja, nichts gefunden, logischerweise. Wie alt waren Sie da? Da war ich da 13. Da waren Sie schon 13? Ja, vielleicht 12, 13, sage ich mal, bin ich mir sicher. Also, jugendlich, und ich war schon mal beim Pfarrer, und der hat mir natürlich auch nicht so geholfen. Hieß zwar Pfarrer Trost, aber ich habe gar nicht getröstet, haben mir auch Haare ausgerissen. Die haben einfach gemeint, ich necke sie oder erzähle Käse. Und später habe ich die dann auch gesehen, eher in der höllenähnlichen Ebenen. Also die haben wahrscheinlich das Leben nie verstanden und werden sie jetzt heute auch noch nicht verstehen. Also es ist nicht schön, wenn man das sehen muss. Ich möchte es niemandem gönnen. Da habe ich dann langsam eine Entwicklung gemacht und verstehen gelernt, was es ist, aber vielleicht nicht ganz begriffen, aber gemerkt, es kann nicht sein, dass man uns einfach plagt, quält und keine Gegenmöglichkeiten hat. Also es gibt was. Und im Sommer drauf, das möchte ich noch dazu ergänzen, saß ich draußen allein, weiß nicht, wo meine Geschwister waren, auf jeden Fall mein Vater ein schönes Bänklein gemacht unter Birke, saß ich dann plötzlich, sah ich immer, also es war hell, aber nicht sonnig, dass diese sechs wieder herkamen zu mir. Die haben sich irgendwo versteckt am Tag, waren die nicht unbedingt bemerkbar, kamen sie her, und da kam wieder dieser Pfarrer, dieser Theologe, und sagt, Bub, hilf uns, ich hocke in der Hölle. Und da wiederum hatte ich natürlich meine liebe Mühe. Ich war Katholik, ich war in der Kirche und hörte mir die Geschichten an, aber ich konnte es einfach nicht glauben, weil ich das Gegenteil sah. Ich sah, jeder Priester war praktisch besetzt oder verfolgt von Energien oder solchen Wesen, und merkte natürlich auch, dass die ihnen gar nicht das erzählen, was sie glaubten. Also da kannst du so einem Kind nichts vormachen. Und dann kommen die wieder ganz nahe an mich heran, scheu allerdings, mit Respekt, und fragen, hilf uns endlich. Und da habe ich einfach wie so einen Notschrei losgelassen. Also wenn es überhaupt was gibt oben, Engel oder einen Gott, nehmt diese Witzfiguren bitte von mir weg oder von unserem Haus, von unserem Grundstück, ich will euch nicht mehr. Verschwindet endgültig und geht dorthin, wo es euch gut geht oder für euch stimmig ist. Und es hat dann wie so ein Geräusch gegeben, wie man Zapfen auszieht bei einer Badewanne. Es war so gemacht und kleine Lichtfunken entstanden, und da waren die von meinen Augen verschwunden und ich habe sie nie mehr gesehen. Da merkte ich, hallo, es gibt doch was auf der anderen Seite, das hilft. Ich war das nicht, ich habe nur den Befehl gegeben oder den Wunsch. Also da begann meine Möglichkeit zu wachsen und auch ein bisschen zu verstehen, was da vielleicht läuft oder ansatzweise, was es geben könnte. Was hat genau dann diesen Pfropfen rausgezogen, Ihrer Meinung nach, von damals, gemischt natürlich mit dem Wissen, das Sie heute haben? Ist es dieses Emotionale, diese Inbrunst, jetzt geht wirklich, ich will frei sein, ich will euch nicht mehr um mich haben, sind es nur die Wörter? Was ist es für eine Kombination,
die dann tatsächlich diesen Sog oder diese Befreiung ausmacht? Es war was anderes. Ich habe das erst später dann begriffen. Es ist eine Öffnung in andere Dimensionen für diese gebundenen Seelen. Die hatten buchstäblich eigentlich auf der Erde eine Gebundenheit und erlebten hier buchstäblich eine Art Hölle, wie sie es sagten. Mhm. Und ich habe einfach mit dem göttlichen Licht scheinbar den Kanal geöffnet für die, dass sie wie in andere Schichten abschweben konnten. Sie waren ja schon Geistwesen, für andere nicht sichtbar. Mhm. Und das habe ich das später immer wieder gehört, wenn man auf Schlachtfeldern abgelöst hat oder so, dieses Geräusch in unterschiedlichen Versionen, unterschiedlich stark, dass es einfach wie pack macht und dann löst sich diese Realität auf und dann steht wahrscheinlich in höher oder anderer Dimensionen dann wieder neu. Mhm. Also das ist nichts Unheimliches, es ist dann einfach, habe ich festgestellt und gehört, es hat dann immer bestätigt, es ist was passiert, also es ist was gelaufen oder die sind weg. Mhm. Aber viele Leute merken da nichts, hören nichts und trotzdem passiert es, dass die wegkommen oder loswerden von diesen eigentlich Gebundenheit. Mhm. Und was macht es genau aus? Was ist das, was diesen Lupf gibt, damit diese gebundene Seele wirklich befreit ist von der Hölle? Also ich würde jetzt mal vorschlagen, das ist vielleicht die Gnadenenergie vom Schöpferdom, unserem Vater, der eigentlich ermöglicht, dass die wegkommen oder in andere Gefilde geführt werden, die eigentlich für die Geisterreiche passender sind, als auf der Erde andere Leute zu belästigen und zu plagen. Mhm. Und man muss immer wissen, das ist nicht einfach, dass es ewig so ist. Auch die Hölle ist nicht ewig. Also wahrscheinlich haben die eine spezielle Licht-Liebesenergie gespürt und wurden dann einfach weggeführt. Wohin, das weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall auf Nimmerwiedersehen. Mhm. Und jeder Mensch hat diesen Gnadenanspruch, aber ein wesentlicher Teil vom Mensch, wenn er das nicht versteht, sich selber zu lieben, anzunehmen, verhindert uns, dass wir überhaupt einen Kontakt, Zugang haben zu höheren göttlichen Ebenen. Es ist nicht möglich. Das hat Jesus schon mal oft erzählt und wurde auch übermittelt vielen Hellhörenden, dass es wichtig ist, sich als Mensch und Körper vor dem Spiegel als das anzuschauen, was es ist. Ein Geschenk von oben, von den hohen Wesensheiten der Gottheit. Denn von allein bist du nicht da. Von allein hast du keine Chance, hier zu erscheinen oder den Weg wieder auf die Erde zu finden. Das passt nicht zufällig, es gibt keine Zufälle. Also es ist jemand da, der will, dass es uns gut geht, dass wir da vorwärts kommen, uns entwickeln. Also wir werden geführt, wir werden unsichtbar auch auf Situationen hingeschoben, zu denen Situationen geschoben. Und man kann nur dankbar sein. Die Dankbarkeit ist Liebe und Liebe ist wiederum Dankbarkeit. Mhm. Die hatten eigentlich keine Liebe, diese Wesen. Da hat da keinen Glauben. Oder glaubt nur an einen strafenden Gott oder an die Hölle. Mhm. Jetzt, wenn du nur das in deinem Spektrum hast, ist natürlich die Auswahl klein und dann kommst du dorthin, wo du meinst, dass es nur das gibt. Das, ja. Ist doch eine Realität, die dann entsteht durch den Wunsch oder den Glauben. Denn Jesus hat schon gesagt, dein Wille wird dir erfüllt. Mhm. Das haben die Leute gar nicht verstanden. Er hat aber gesagt, hör genau zu, ich sag's dir dreimal. Mhm. Dein Wille, nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist nur Liebe, Freude und unsere Freiheit ist im Willen Gottes entsprechend, dass wir freie, individuelle Wesen sind und bleiben. Wir können tun, was wir wollen, ernten aber natürlich das, was wir gemacht haben. Das beantwortet schon fast meine nächste Frage, die ich habe. Wenn wir verstorben sind, bleiben automatisch alle Verstorbenen auf der Erde und brauchen diesen Schubs. Oder nein, was ist dann der Auslöser? Ist es ist gar nicht so. Also wenn ein Mensch eigentlich ein normales Leben führt, du musst nicht mal wie so speziell religiös sein, aber sollte einfach nicht viele Fehler machen gegen das Prinzip des Lebens oder Zusammenlebens, also die Liebe leben, angenehm zusammenleben können. Und wenn der glaubt, wie ein Kind nach dem Tod gibt es so ein Paradies, es gibt ein Weiterleben, oder es gibt einfach da etwas Schönes. Der Mensch wird das erreichen, ohne dass er was dazu tut. Aber der Mensch, der glaubt, es gibt nichts. Es ist nicht möglich, dass es gibt. Ich kenne keinen, der kommt,
Das ist natürlich dann fatal. Und das hat Jesus schon mehrfach erzählt. Passt auf, wenn ihr so denkt, ihr werdet genau das ernten. Ihr werdet genau dort ankommen und stellt euch vor, wie grausam das für euch selber ist, das Nichts zu haben, in der Leere zu schweben. Und jeder Mensch, der auch verstandesbegabt ist, der da drüben in der Dunkelheit hängt und dann den Boden halt verliert, kein Gewicht mehr unter den Füßen spürt, beginnt jeder zu schreien als Seele. Mhm. Und diese Seelen, das sind die lästigsten, die ich kenne, die schreien Tag und Nacht. Denen sagen verlorene Seelen, weil die sind buchstäblich in diese Situation geraten, aus eigener Verantwortung. Niemand hat sie dorthin getan, kein Teufel peinigt sie, sie peinigen sich selber, sie haben das gewählt. Und Jesus hat auch gesagt, der erntet da drüben die Leere, wenn er Glück hat, ist er in der Wüste, und wenn er Glück hat, sieht er jemals wieder ein Lebewesen, und sonst ist er einfach da weggeräumt. Wie lange das geht, das sagt er nie. Oder? Das ist relativ. Zudem haben wir auf der anderen Seite kein Zeitgefühl. Also kann so eine Seele nie sagen, ich bin hier eine Woche oder ich bin hier 500 Jahre. Ja. Er merkt dann irgendwie, dass etwas nicht mehr stimmt. Aber keiner kann da je behaupten, ich bin jetzt erst da so und so viele Tage da, das ist, Zeit ist ausgeschaltet. Also es ist eine andere Dimension, andere Realitäten. Aber es ist nichts Abstraktes, wir alle kommen von dort. Ja. Ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen. Ja. Und viele haben auch schon Todessehnsucht als Kinder. Und das macht den Eltern Angst, oft den Kindern auch. Aber sagen, ich möchte wieder heim, ich will nicht hier leben, ich will heim. Und das ist eigentlich für die Eltern buchstäblich Horror. Und haben dann Angst, dass sich das Kind was antut. Aber das Kind kommt aus der Seelenheimat. Wir auch. Wir sind hier auf dem Robinson-Spielplatz. Sandkasten mehr oder weniger. Und machen Übungen, ob die dann gut enden oder nicht, das stellt sich dann heraus. Aber wir finden den Weg wieder. Und je schneller, dass wir das bestellen, ich möchte dorthin zurück, liebe Engel der göttlichen Liebe, helf mir dann, wenn es soweit ist, löst mich aus meiner Idee der Gefangenschaft, und dann ist es wie das Ticket gelöst. So ein Mensch kommt automatisch blitzartig dort an. Und dann kann ich nicht sagen, wie lange man dann irgendwo hängt. Die allerwenigsten bleiben hier. Aber die wenigen geben über viele Jahrhunderte natürlich viele. Ja, ja. Und jetzt haben wir vielen Orten viele. Und ist es das, was Sie in Ihren Büchern und Vorträgen auch beschreiben, dieses, wenn Sie so eine Seele irgendwo sehen, dass Sie die wie aufwecken müssen, dass Sie an die Seele ja rangehen und sagen, wir haben jetzt das Jahr 2018 oder 2000x, es ist Zeit, dass du gehst. Meint das das, was Sie gerade beschrieben haben? Genau das ist eigentlich, was ich mache und jedem anrate. Man kann die Seele am schnellsten überzeugen, jetzt muss was passieren, jetzt musst du was tun, jetzt musst du dich bewegen. Und wenn du das sagst, jetzt haben wir dieses Datum, sag, ist das möglich? Die haben einfach im letzten Moment von ihrem Leben noch gewusst, welches Datum, oder mindestens noch im Sinn. Und dann sage ich, ist das möglich, 30 Jahre, dass ich da bin, oder 100 Jahre. Und dann kannst du mit denen viel besser, wie soll ich sagen, kommunizieren oder vielleicht dann die überzeugen, dass sie loslassen würden. Aber jemand, der eigentlich sagt, ja, gefällt es hier, weiß ich nicht, der ist ja schwer zum Überzeugen. Ja. Viele sind durch die Materie so gebunden, dass sie gar nicht loslassen wollen und vielleicht auch nicht können. Wenn jemand zum Beispiel ein Haus gebaut hat, mit allen Energien daran gearbeitet hat, abgerackert hat, abbezahlt und sagt dann zu Nachbarn, zu Freunden, zu Geschwistern, hier bringt mich niemand raus. Der ist natürlich extrem an seinem Haus gebunden, notfalls an seinem Bett oder was er dann noch hat. Und glaubt, ich muss es behalten, ich muss es verteidigen, ich will es benutzen. Dem Menschen muss man oft zwei, dreimal mitteilen, pass auf, du bist hier, aber du lebst ja im Keller oder in der Heizung. Ja. Da oben gibt es paradiesische Zustände, es ist oft schön. Und den Menschen muss man richtig buchstäblich klar machen, da drüben gibt es ganz schöne Gegenden, die haben mit der Welt Erde nichts zu tun, und glaube bitte, dass du das wieder bekommst. Denn hier sieht dich niemand, du bist isoliert oder kennst du jemand? Und das sagen, ich kenne niemand mehr, ist niemand da. Und dann hat der Mensch dann plötzlich vielleicht doch die Idee, ich glaube, der spricht die Wahrheit, oder ich glaube, es muss was bewegen. Er muss es ja dann selber tun.
Das Problem ist dann oft auch, dass ein Mensch isoliert ist in dem Sinn, dass er eigentlich hier nicht in der Lage ist, mehr den Überblick zu behalten. Er kennt nur noch die letzten 5 Minuten vom letzten Leben, Abschnitt. Mhm. Rückwärts kann er sich oft gar nicht mehr erinnern und ist natürlich dann gefangen von der Materie oder vom Glauben, mir geht es nur noch schlecht oder mir geht es hier gut und will nicht weg. Also das ist ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig. Seine Seele lässt nicht sofort los. Andere sind dann sehr froh, merken das, dass sie schon lange in ungutem Zustand sind und reagieren sofort und gehen weg. Mhm. Und das, was diese Seele an die Erde bindet, ist wirklich dieser Schwur, den sie zu Lebzeiten gemacht hat, hier gehe ich nicht mehr weg. Oder das sind ja oftmals auch so leichtfertig gesprochene Sätze, die wir sagen. Mei, hier ist so schön, da bleibe ich für immer. Oder es könnte sein, dass es das ist. Ja. Vielleicht über das ganze Leben denkt man ja verschiedene Mal Verschiedenes, ja. Nicht immer nur Gutes. Mhm. Und wo uns dann vielleicht stört am Ende der Tage oder Ängste, ich habe alles falsch gemacht oder ich komme in die Hölle, ich habe nichts verstanden und Gott bestraft mich dann. Mhm. Und dann will man lieber im Bett drin liegen und da hast du wenigstens deine Wohnung, als wegzugehen oder irgendwo hin. Also wenn man einem Sterbenden helfen will, dass er weggeht oder loslassen kann, muss man ihm unbedingt sagen, geh weg ins Paradies. Nicht sagen, geh ins Licht. Mhm. Denn es gibt viele Menschen, die haben einen Glauben, aber innerlich sind sie Atheisten und sind nicht sicher, dass es da was gibt. Sie haben danach geplaudert oder aus Angst was gemacht, aber nicht überzeugt. Mhm. Jetzt der hat natürlich ein Problem. Die geistige Welt sieht genau, der hatte gar kein Vertrauen. Ja. Oder hat alles falsch, praktisch gelogen. Und wenn du dem sagst, geh ins Licht, hat er Angst, dass er geröstet wird oder vielleicht da drüben ziemlich aufgeheizt wird, hat Angst vor dem Licht. Mhm. Und darum, mit Licht kann der Mensch vom Verstand her weniger anfangen, kann sich nicht vorstellen, dass Licht was Gutes sein könnte. Da muss man sagen, es sind schöne Orte, paradiesische Gegenden, wo liebe Menschen sind, die du vielleicht kennst. Mhm. Und dann kann er vielleicht selber sagen, ja, eigentlich habe ich sie schon nicht so gut. Mhm. Und dann ist ein bisschen Überzeugungsarbeit. Der eine reagiert meistens sofort und der andere ein bisschen zeitverzögert. Oder? Mhm. Und da kommt noch dazu, dass an vielen Menschen die Angehörigen hängen, die sagen, du Vater, du darfst nicht sterben, du musst hier bleiben. Oder du meine Frau, du gehörst mir, du darfst nicht sterben. Und der Wille oder die Willenskundgebung der Hinterbliebenen, die sind oft so stark mentale Kräfte, dass die Seele keine Chance hat, aus der Gefangenschaft auszubrechen oder wegzukommen, weil der Verstandeswille stärker ist, als wir glauben. Und die Seele hat eigentlich keine mentale Stärke mehr, keinen Willen mehr. Mhm. Die ist einfach in dem Zustand, wo sie gestorben ist, relativ kraft- und saftlos. Mhm. Einfach Spielball, vielleicht von Gedanken und Befehlen. Man könnte sich das vorstellen, ein Mensch, der bewusst war vor dem Tod, nach dem Tod ist er wie eine Daunenfeder in der Luft und wird von jedem Atemzug oder Luftstoß einfach herumgewirbelt. Ungefähr so muss man sich vorstellen. Mhm. Der hat gar keine Chance, da etwas zu tun, etwas zu verändern. Mhm. Er ist da irgendwo hängen geblieben. Mhm. Aber zum Glück sind ja das ein kleiner Teil. Aber wie gesagt, es hat sehr viele, die das nicht verstanden haben. Und man könnte doch sagen, in gewissen Gebieten viele. Oft unterschiedlich. Es gibt Orte, wo es am meisten versammelt sind, Altersheime, Friedhöfe, Kirchen, natürlich Sterbehospize oder Spitäler, da sind die meisten verstorben, oder in Privathäusern, wo viele Menschen gelebt haben und viele gestorben sind, sind sie auch häufiger als in einem neuen Haus. Mhm. Und das ist da die Seite des Verstorbenen, also die Seite der Seele, die an die Erde weiterhin gebunden ist. Und das ist das, was man dann oder was viele von uns Lebigen spüren, oder? Dass irgendwas wie besetzt ist oder dass ich wie so verfolgt werde oder dass jemand anklopft und dann ist gar niemand da oder Kinder, die sagen, da sitzt schon jemand. Und ja, natürlich kann sich jeder Verstorbene unterschiedlich vielleicht mitteilen. Also wir reden jetzt mal von irdisch gewunden, die haben eigentlich vom Aussehen her noch den Zustand von den letzten 5 Minuten. Entweder liegt er im Bett mit dem Nachthemd
oder läuft in der Gärtnertracht oder Übergewand herum, mhm, oder ist in der Küche umgefallen, einfach dort, wo er gestorben ist. So diesen, ja, Zustand sieht man. Und nicht jeder hat dann die Kraft, sich mitzuteilen oder zu klopfen, zu kratzen, zu lärmen. Wenn jemand zum Beispiel eingeschlafen ist und gestorben ist, mhm, hat er überhaupt keine Ahnung, dass er tot ist. Mhm. Er schläft grundsätzlich auch seelisch, geistig weiter. Mhm. Der wird dann irgendwann entdeckt oder wird vielleicht festgestellt, wenn er vielleicht Leiden ausströmt. Der Mensch, der da ist und hier bleibt, hat alle Leidensmuster, Leidensenergien, auch Traurigkeit, wenn er hat, Ängste, Panik, Entsetzen, Hilflosigkeit, Angst vor dem Sterben, mhm, voll in seinem Aurafeld. Jetzt, wenn Sie so einem Menschen begegnen in der Küche oder im Stubenraum oder im Wohnraum, spüren Sie plötzlich eine kalte, eiskalte Energie, Luftzug oder zum Beispiel einen Körpergeruch, mhm, Raucheratmen, je nachdem, oder dann körperlicher Gestank. Und je ungemütlicher dieser Geruch ist, mhm, umso niedriger ist diese Seele oder je belasteter ist diese Seele von einfach elementarsten negativen Gedanken, ja, und natürlich ungutem Zeug. Also ein Wesen, das Ihnen fast angenehm vorkommt, mhm, vom Geruch her, mhm, oder von der Schwingung, das ist ja schon fast eigentlich eine höher gestiegene Seele, aber ziemlich sicher kein irdisch gebundener. Wenn, mhm, uns das passiert, mhm, gibt es bei uns Freudenschauer oder wie Gänsehaut, Gänselaufen, mhm, aber ich fühle mich wohl. Mhm. Das könnte dann sein, eine hochentwickelte Seele, die freiwillig zu Besuch ist, die uns liebt, die uns kennt, die kommt vorbei zum Enkelkindchen und möchte dir einfach die Haare mal streicheln oder die Wange. Mhm. Aber wir schaudern natürlich oder wir haben da gar keine, mhm, Ahnung, was, mhm, ist da. Ja. Aber es ist die angenehmere Seite der Sache. Irdisch Gewundene können sich eben oft gar nicht bewegen oder gar nicht kundgeben. Mhm. Sie haben zu wenig Energie. Mhm. Irgendwo müssen sie die Energie bekommen, dass sie dann etwas bewegen können im Haus. Geräte einschalten, Geräte ausschalten, Ventilatoren, mhm, oder Lichter ein- und ausschalten, Fernseher. Und dann merkst du, da spuckt was. Ja. Da wird man achtsam. Aber wenn diese Seele noch von Boshaftigkeit geprägt ist, gefüllt ist, mhm, dann ist die Boshaftigkeit interessiert, möglichst viel Spuck und Lärm zu veranstalten. Mhm. Da muss man dann denken, da muss ich die Seele zuerst noch befreien von diesem Dreck, von diesem Müll. Mhm. Sonst kann die Seele den Weg gar nicht finden, zurück in höhere Gefilde, mhm, oder lichtvollere, denn dieser Dreck bleibt hier. Jawohl. Das ist eine andere Ebene, auf die kommen wir wahrscheinlich dann noch. Ja. Wie befreie ich jetzt so eine Seele, wenn ich jetzt feststelle, tatsächlich bei mir passieren unschöne Dinge, also mit dem Wissen von jetzt weiß ich, das ist eine Seele, sehr wahrscheinlich, die noch negativ belastet ist. Also der erste Schritt ist, die Seele von dem Dreck zu befreien, oder? Und dann die Seele zu ermöglichen, ins Paradies aufzusteigen, damit ich ja eigentlich befreit leben kann. Ja, ja. Das setzt voraus, dass die Menschen ein Wissen haben, wie, mhm, sie es machen. Mhm. Ich würde es mal einfach vermuten, dass die allerwenigsten Menschen überhaupt das Glauben jemals sehen oder da verstehen wollen oder können. Die haben dann einfach nur Angst und, mhm, könnten dadurch diese Angst auch krank werden oder psychische Störungen haben, Depressionen oder in der Psychiatrie landen. Also es ist natürlich bitter, wenn man das sieht in der Masse, mhm, dass die allerwenigsten überhaupt eine Ahnung haben von dem. Mhm. Nichts verstehen von all dem, hat auch nichts wissen wollen. Mhm. Könnte auch sein. Also, wenn ich natürlich das weiß, also meine Bücher beschreiben das ja, das Ritual oder das Machen oder das Bearbeiten oder die Seele ansprechen, ich würde auf jedem vorschlagen, dann eigentlich göttlichen Beistand herzurufen. Also ich rufe dich, höchster göttlicher Geist der Liebe oder euch Engel der Reinheit, Wahrheit und der Heimführung, also Erzengel Michael zum Beispiel. Und siehe da, da steht so ein Lichtwesen da, man kann es sehen, und hilft der Seele einfach, dass die weggezogen werden kann, wie fasst sie an der Hand oder gibt ihr das Vertrauen, muss keine Angst haben, ich helfe dir, ich bin ja da. Und da können die Seelen im Moment dieses Lichtwesen auch sehen. Mhm. Das gibt natürlich eine gute Startmöglichkeit, dass die Seele dann entschließt, jetzt, mhm, gehe ich weg, jetzt muss was passieren, jetzt geht es in eine andere Richtung.
Und das ist natürlich dann eigentlich mein Ziel, dass man mit den Geistwesen, die uns ja helfen wollen, kommuniziert in Liebe und sie als Helfer natürlich aktiviert. Wir Menschen nur vom Verstand her können lang sagen, geh. Wohin geht der andere? Der andere hat gar keine Ahnung, wahrscheinlich auch keine Chance. Mhm. Also müssen dem vielleicht den Weg bereiten und natürlich ihm die Vermittlung machen, dass da höhere Liebesgeistwesen da sind und helfen. Aber jetzt angenommen, der Mensch weiß nichts von dem, er fühlt sich nur gestört, er hat Angst. Ja. Seine Tiere haben Angst, die sehen das. Und wenn die Katzen so Seelen sehen, haben die einfach riesen Angst, hängen da oben an der Vorhanggalerie, miauen und spinnen. Mhm. Dann sagen alle, ja, hörst du, der Vollmond, die Katze spinnt. Nein, die Katze hat das gesehen, das sie nicht kennt. Mhm. Oder der Hund rennt aus dem Haus, zieht die Rute ein, und verschwindet, der hat Todesangst, er sieht was, was nicht gut ist, nicht zur Familie gehört. Das ist natürlich für alle immer schwieriger. Oder Familien habe ich schon kennengelernt, die haben das über Jahrzehnte gehört. Schritte, Lärm, Türen schlagen, Kettengerassel, je nachdem. Mhm. Und es gibt Häuser, wo ich drin war, wo fast alle quasi durchgedreht haben, die landen in der Psychiatrie. Weil es ist einfach zu viel des Unguten. Das hält ein Mensch über längere Zeit nicht aus. Und da beteten sie, aber wissen Sie, es bewegte dann nichts. Mhm. Ein Gebet machen, da muss ich gezielt vorgehen, ich muss das Wissen haben, wie gehe ich eigentlich davor. Mhm. Der Glaube ist schon gut, aber wenn ich den Glaube habe, der andere hat immer noch kein Werkzeug oder noch keinen Nutzen. Habe ich natürlich schon solche gehabt, damit Okkultismus versucht hat, die Leute Geister auszutreiben. Mhm. Es gibt solche, die machen ein Räucherwerk oder zünden da 100 Kerzen an. Was löst eine Kerze? Nützt gar nichts. Mhm. Das Verrückte ist, du kannst das Haus anzünden. Die Seelen sind immer noch da. Ja. Für die Geister existiert das Haus, auch wenn es abgebrannt ist oder abgeräumt. Für sie existiert das alte Gebäude, die Struktur, immer noch. Mhm. Ich habe eine Bauernfamilie gehabt, die haben alle was durchgeknallt. Da hat eine Stinkbombe da quasi ins Haus reingeschmissen. Es gab dann natürlich einen größeren Brand. Er war so verzweifelt, einfach durchgedreht, er hielt es nicht mehr aus. Mhm. Aber so löst du keine Seele ab, das ist nicht möglich, das funktioniert gar nicht. Eben, woher holen die Leute das Wissen? Ich stelle es zur Verfügung, Sie können es im Internet schauen, YouTube, Beiträge, oder jetzt einfach da können Sie was hören, dass Sie dann denken, wenn ich sowas wahrnehme, es gibt doch was, man könnte doch was tun. Ja. Und wir stellen alles zur Verfügung, die Gebete, die Ablöserituale, und dann einmal machen und vielleicht ist das Problem schon gelöst und sonst wiederholen, bis es verschwindet. Und damit die Seele einladen zu gehen ins Paradies, wie Sie es so schön eingangs gesagt Paradies haben. Ja, Paradies ist auch ein Begriff, wo jetzt jeder Mensch auf der ganzen Welt irgendwie ansatzweise begreift. Oder das Ziel ist vielleicht von der Seele wieder zurückzukehren vom Paradies. Ja, alle Religionen reden von einem Paradies. Mhm. Und ich denke, für alle verschiedene Religionen wird wahrscheinlich der gleiche Zielvorgang sein und funktionieren. Also das Ablösen auf der ganzen Welt ist das gleiche. Ja. Wir bitten auch die Engel oder die Lichtwesen der Reinheit, Wahrheit, übersetzt das bitte, dass der das versteht. Mhm. Sonst haben wir einfach Pech, dass der mich nicht versteht von der Sprache oder eine alte Seele gar eine ganz andere Sprache spricht und uns absolut kein Wort versteht. Also nicht vergessen. Auch in der Schweiz, wir haben viele Touristen da, wenn die verunfallen, das ist mir selber schon passiert, mir ist man nicht realisiert, dass es Ausländer sind, haben nicht reagiert. Und erst später merkte ich, das waren irgendwie anderssprachige. Die, ich muss den Engel sagen, übersetzt bitte, dass die das verstehen. Und dann, hello. Und dann geht's. Dann geht's. Es ist ja über den Verstand, das ist nicht abstrakt. Mhm. Wir sprechen Menschen über seinen eigenen ehemaligen Verstand an. Nicht über irgendwas. Der ist doch noch eingeschaltet, mehr oder weniger. Jetzt haben Sie vorhin das Instrumentarium der Dankbarkeit genannt, dass Dankbarkeit schon vieles ändert. Was ist damit genau gemeint? Was bewirkt die Dankbarkeit genau? Es gibt Menschen, die leben eigentlich ein Leben, aber merken nicht, dass irgendwie das Leben ein Geschenk ist. Mhm. Oder eine Gelegenheit ist für ihre Seele, vielleicht etwas Neues zu erkennen, etwas zu lösen, etwas zu verändern, in dem Sinn, dass sie das vergeben, verzeihen oder neue Erkenntnisse sammeln, neugierige Seelen.
Jetzt, wenn ein Mensch das ganze Leben lang negativ programmiert ist, über alles schimpft, alles ist schlecht, alles ist irgendwie ungut und besonders die Natur, die um uns herum wirkt, ist und tut und uns schlussendlich noch am Leben erhält, über die kein gutes Wort spricht. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn Sie zuhören, ah, dieser scheiß Blütenstaub, diese blöden Blätter, dieser Schnee, dieser Regen, dieser Graupelregen, alles ist schlecht. Und zudem dann im Frühling eben, wie gesagt, ja, jetzt bekomme ich wieder Allergien. Das ist auch nur eine Angst und eine Ablehnung der Natur. Merken eigentlich gar nicht, wenn Sie die Natur nicht sehen, nicht fühlen, nicht wahrnehmen, ablehnen, kritisieren, hassen, dass sie ihren Körper hassen. Mhm. Das ist nämlich 100% von diesem Planeten erdirdisch, bleibt ja auch hier, und tun natürlich dem Körper keinen Gefallen. Mhm. Im Bereich von Allergien, Nahrung oder Entwicklung oder vielleicht Verbesserung, das ist dann nicht möglich. Und das ist eigentlich, kindlich gesagt, eigentlich die Liebe geht über die Dankbarkeit. Wenn wir Kinder haben, merken wir, ein Kind, das mir Danke sagt oder die Eltern liebt, das liebe ich ja umgekehrt, logischerweise mit einem Resonanzgesetz auch. Aber wenn Sie drei Kinder haben und eines hat immer was gegen Sie oder hasst Sie sogar als Mutter oder Vater, das Kind wird später wahrscheinlich nicht alles kriegen wie die anderen. Sie werden es wegstoßen oder mindestens nicht in den Vordergrund rücken, wenn es dann mal ein Problem hat. Sagst du, ja, du wartest jetzt mal, die anderen sind jetzt an der Reihe. Da müssen wir uns vorstellen, dass da oben unsere göttliche Ebene eben die Liebe ist, der Schlüssel zum Erfolg. Und da kommt noch dazu, wenn ein Mensch sich ablehnt und hasst, das ist natürlich ganz klar, er kritisiert da oben den Schöpfer, den Erbauer seines Körpers, denn der Körper wurde einmal erbaut, der ist nicht von alleine entstanden, ist nicht möglich. Und darum sieht jeder Mensch anders aus. Also jeder ist unterschiedlich ein einzigartiges Wesen. Und wenn er aber gegen den Körper wirkt, wirkt er gegen das Naturell und dankt natürlich nie. Und wenn ein Mensch sich selber nicht lieben kann, nicht schätzen kann, wie will er denn erwarten, dass ein Mensch auf der Welt bereit ist, ihn zu lieben? Der wird auf das ganze Leben suchen sein. Er sucht nach liebenden Menschen und wird sie wahrscheinlich dann nie mehr finden oder keine Möglichkeit haben, in Resonanz zu gehen mit lieben Menschen. Also zuerst muss ich was geben, dann bekomme ich was. Mhm. Das ist einfach das einfache Prinzip von Resonanz. Mhm. Und all das steckt in dieser Dankbarkeit dann. Dankbarkeit ist Liebe. Mhm. Oder keine Dankbarkeit. Das ist ein wunderschöner Satz. Dankbarkeit ist keine Liebe, oder? Ja. Aber wenn ich liebe, ist automatisch Dankbarkeit nicht weit weg. Ja. Der eine mehr oder weniger. Aber viele sind da Dankbarkeit gegenüber anderen Menschen. Wir sollten nicht vergessen. Wir sollten nach oben mal dankbar sein für das Sensationelle, das wir sehen, wahrnehmen und hier haben dürfen. Mhm. Und das ist noch wenig. Was wir drüben ernten oder bekommen, das ist viel großartiger als alles hier. Hier ist es direkt eigentlich noch begrenzt von der Schönheit. Mhm. Das hat Jesus gesagt, verliebt euch nicht in die Erde, sonst könnt ihr im Himmel nicht die höchsten Ebenen erreichen, weil er euch begrenzt. Mhm. Also wir müssen einfach offen sein und glauben, und das wissen wir natürlich in die Seelische, auch im Hintergrund, es gibt auch noch viel schönere Ebenen. Mhm. Aber wir können hier üben. Mhm. Und wenn ich hier nichts Schönes sehen kann, werde ich da drüben auch nichts Schönes bekommen. Mhm. Also was ich hier sehe, bestelle, liebe, habe ich auf der anderen Seite im Vorratsschrank, buchstäblich präsent. Es wird mir dann gegeben oder ich bekomme es einfach gratis. Das heißt, ich muss vorsichtig sein. Ich habe zum Beispiel die Tendenz, dass ich, wenn irgendwas besonders schön ist, sage ich, mei, schöner wird es nimmer, weil ich so begeistert bin von irgendwas. Gell? Da, was mache ich jetzt mit dem Satz? Da heißt es, ich begrenze mich damit automatisch schon? Vielleicht schon, aber Sie sind ja nicht so schlecht. Sie lieben ja das Schöne. Ja. Also man könnte es noch verbessern, oder? Ja. Ich danke für das Schöne, herrlich. Ich liebe das Herrliche dann. Das gibt sicher noch Schöneres. Also, ja, ja. Noch schöner, es könnte einfach auch wieder begrenzt sein, dass man sagt, das ist nicht gut genug. Also ich danke dir, Vater, für das Herrliche da, was ich habe. Ich liebe dich dafür. Ja. Ja. Und wenn ein Mensch dankbar durch die Natur geht, spürt er auch die Liebe von allen Naturgeistern. Ja. Erdgeister, Pflanzengeistern, Tierseelen und natürlich niederen Geistwesen, also Zwergen oder Gnomen. Die schauen dann und merken, der Mensch ist mit sich im Reinen, der liebt sich und strömt Liebe aus. Mhm. Ein Mensch, der ein Problem hat mit sich selber,
sind die Naturgeister respektvoll und die werden auch nicht in die Nähe kommen. Getrauen sie nicht, die merken das. Mhm. Wie die das verstehen, weiß ich nicht, aber sie spüren es. Mhm. Und vieles ist ja über das Gespür, das Fühlen, subtil wahrnehmbar, ja. aber über den Verstand nicht erkennbar. Ja, ja. Man kann das Gefühl ja nicht sehen. Genau, ja, ja. Und was mich natürlich ganz neugierig macht, ist, wie gehen Sie selber dann damit um, dass Sie durch die Welt gehen und diese vielen anderen Dimensionen sehen, die ja, wie Sie selber sagen, nicht immer schön sind. Gell? Sie waren ja schon in Peru und also auf verschiedenen oder in verschiedenen Bereichen des Lebens. Wie gehen Sie selber damit um? Also da bin ich offen eigentlich für neue Eindrücke, schütze mich natürlich mit einem Gebet, dass ich da nicht vielleicht negative Energien vermehrt sehe, schütze mich, mein Auto natürlich und natürlich meinen Weg und habe wirklich das Glück, durch die vielen 10.000 Kilometer, wo ich jedes Jahr fahre, eigentlich immer gut ans Ziel ankomme und mache dann oft auch eher vom Bewusstsein zu, denn ich kann ja nicht alles sehen, will es auch nicht, es könnte mich ablenken oder in Gefahr bringen. Ja. Es ist natürlich ganz klar, in jedem Land andere Energieformen an der Schwingung, das spürt man, wenn man dort ist und sieht dann auch die Verstorbenen natürlich, die sehen ja gleich aus wie die Lebendigen natürlich, von der Art her, vom Gewand. Und das ist für mich interessant gewesen, eben die Unterschiede festzustellen. Zum Beispiel in Südamerika sind auch viel mehr Naturwesen sichtbar noch, die sind noch nicht durch die Natur, oder wenn man sagt, die gegen die Natur arbeiten, Chemie oder Industrie, Gifte verjagt worden, die sind noch ganz lebendig. Hier ist vieles natürlich nicht mehr so natürlich wie vielleicht vor 100 Jahren, das kann ich nicht mitreden. Aber man sieht einen Unterschied. Also, ich nehme es mal an, ich schaue die Wesen an und schicke ihnen, wenn es geht, einfach göttliches Segenslicht. Bitte dann den Vater um, dass er diese Wesen einhüllt und ich merke dann, dann ist es oft schöner, es ist farbiger, bunter oder, wie soll ich Ihnen sagen, erkenntnisreicher. Mhm. Also wenn ich da mit einem vollen Kopf herumfahre, könnt ihr nichts wahrnehmen und nichts spüren und nichts erkennen. Ja. Also das würde vielleicht auch gut sein, wenn man in fremde Länder geht, wo man nicht weiß, was für Energien dort sind, sich auch gut schützen, das ist schon das Ziel. Nicht einfach blauäugig, es ist eine schöne Gegend, es ist alles gut. Mhm. Oder? Sie müssen einfach davon ausgehen, es sind oft kriegerische Ereignisse da gewesen, über Jahrtausende. Ja. Und wahrscheinlich sind diese Energien, Leiden oder Verstorben noch da. Wie schütze ich mich? Was kann ich da tun zu meinem eigenen Schutz? Es gibt natürlich Gebete, die ich zusammengetragen habe in meinem Gebetsbuch, aber man kann es auch viel kürzer und intensiver machen. Und oft habe ich das Gefühl, kürzer und intensiver, aber sehr konkret und direkt zu der höchsten göttlichen Ebenen wirkt. Weil es ist aber der Kanal von der Liebe natürlich dazu wieder geeignet. Denn wenn ich ja nichts liebe nach oben, bekomme ich auch keine Liebe nach unten. Also kurz am Morgen würde ich jedem anraten, nicht ungeschützt aus dem Haus zu gehen, sagen, lieber Vater, lieber Heiland, hülle mich mit dem tiefroten Liebeslicht ein, göttlichen Gnadenlichtes und beschütze mich vor all dem, was mir schaden könnte oder nicht gut tut. Ich danke dir, ich bin geschützt und es wird ein schöner, leichter Tag, so sei es, Amen. Also man schließt auch mit Amen ab oder so sei es. Und das ist eigentlich ja, der Wunsch, die Bestellung und so ist es. Wenn ich aber nichts mache, muss man oft riskieren, dass man dann vielleicht attackiert wird, oder zu offen ist, wie ein Gefäß, das verschiedene Poren hat und da können Energien rein und merkt es dann zu spät. Und wenn es zu spät ist, ist es natürlich dann nicht leicht, das Zeug wegzubringen. Viele haben dann Probleme, körperliche Leiden oder nicht mehr die Kraft und den Mut, ein Gebet zu machen. Können ausgeschaltet werden durch Energien. Würde ich jeden Mal anraten, sich zu schützen, ist ja gratis, kostet nichts. Und man lernt es mit der Zeit und diese Leute, die Rückschläge hatten, Besetzungen, Besessenheit hatten, in der Psychiatrie landen oder jahrelang nicht einsatzfähig waren, haben dadurch vielleicht durch die Lektion gelernt, ich muss mich lernen schützen, ich muss es kennenlernen. Und wir sollten auch nur Gebete machen, die ich für selber verstehe,
keine exotischen Sing-Sang und Sung-Song oder irgendwie, was weiß ich, für indische Heilgebete, wo du kein Wort verstehst. Ja. Es könnte auch sein, dass da oben ganz was anderes ankommt oder ganz, gar nicht so gemeint ist, wie ich es fühle. Immer nur Herz zu Herz oder Liebe zu Liebe oder ganz einfach simpel wie ein Kind. Einfach sich nicht viel denken dabei, aber der Glaube, dass es eigentlich gehört wird und ich glaube, dass ich auch was bekomme. Werdet wie die Kinder und ihr werdet ins Himmelreich kommen. Der sich verkoppt, glaubt, mein Gebet nützt nichts. Also über den Verstand, ja, für was macht ein Gebet? Da hat er halt alle Bescherungen dann, aber von guten Energien. Vielleicht dann dramatisch, oder? Und gibt es Gegenden, wo sie hinkommen und die sind bereits wie bereinigt? Wo sie sehen, ui, da war schon jemand, der hat dieses Schlachtfeld oder dieses, wie sie es vorhin gesagt haben, an dem Friedhof, in dem Spital oder in dem Seniorenheim oder was auch immer, bereits wie erlöst, hat die alten Seelen abgelöst. Gut, das ist für mich ja dann eine erfreuliche Situation, ich denke, ja, schön, genau, da gibt es Menschen, die verstehen das auch oder haben schon was gemacht. Das andere ist dann einfach die Belastung, ist klar, dann merkt man, da hat noch niemand was daran gearbeitet. Ja. Also ich hoffe, dass immer mehr Leute darüber dazu kommen, etwas zu tun oder glauben, dass sie was tun können. Viele glauben, ja, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, das können nur Spezialisten. Sieh, da gibt es kein Spezialistentum. Ihr Wille zählt, der Wille ist der Schlüssel zum Erfolg. Ohne Wille überhaupt passiert gar nichts. Also muss man sich nicht klein denken, auch nicht zu groß. Eingebildet nützt sowieso nichts. Also es ist eigentlich die Liebe zu dem Land, zum Grundstück, vielleicht zu ihrem Quartier, vielleicht ihr eigenes Grundstück und natürlich zu ihren Ahnen, die vielleicht ja noch da sind. Ja. Ihren eigenen Kindern, die vielleicht da noch hängen. Die kommen eigentlich als Seele immer wieder an den Ort zurück, wo irgendwas zu tun ist, zu lernen oder vielleicht zu lösen. Also es ist nie Zufall, wenn ich dorthin komme, wo ich geboren bin. Es hat irgendwas zu tun. Nur werde ich es vielleicht lange nicht verstehen, was es bedeutet. Aber eines Tages werden wir es spüren. Aber es gibt so aufgeräumte Bereiche, wo Sie sehen, zum Glück. Mensch, tatsächlich, da war schon jemand. Zum Glück, zum ja. Glück. Und gerade an Orten, wo viele Kriegsopfer über vielleicht mehrere Generationen verstreut sind oder immer noch leben, ist es enorm wichtig, dass die Leute beginnen, ihre eigenen Toten, ihren eigenen Seelen zu helfen. Das geht auch nicht nur über Schlachtfelder, das geht auch an Gemeindestraßen oder Staatsstraßen oder Schnellstraßen, wo Unfälle passieren. Das sind oft an mehreren Stellen Verstorbene am Straßenrand, die Seelen sind noch da. Sie können es beobachten, es sind Sterbekreuze da, Gedenktafeln, Kerzchen brennen da und plötzlich passiert an der gleichen Stelle der nächste Unfall. Oder mehrere in der kürzester Zeit. Was ist da passiert? Da liegen noch Verstorbene auf der Straße, die man eigentlich mit dem Tageslicht nicht sieht. Aber wenn ein Mensch gedankenverloren Auto fährt, mit 100, meistens im Ausland, in der Außenbezirken, und plötzlich liegt oder steht jemand vor ihnen, was macht der Mensch? Reflexartig, er reißt das Steuerrad herum und er hat natürlich dann das Pech, vielleicht der nächste Tote dort zu sein, der dort bleibt. Und darum macht Aufräumarbeiten in der eigenen Gemeinde, genau dort, wo man eigentlich denkt, das ist niemand, macht ohne Angst diese Rituale laut und deutlich. Lasst euch nicht beirren von anderen, sagen, du spinnst, das gibt es nicht. Macht es, ihr werdet es spüren. Es ist ein Liebesdienst. Denn wer garantiert denn, dass sie nicht selber dann verunfallen an dieser Stelle oder ihre Kinder? Es kommen nach ihnen auch andere noch. Also aufräumen werde ich die Wiese, wir dürfen das gar nicht liegen lassen. Das Gleiche ist natürlich mit Energien, die Menschen zurücklassen. Jeder, der stirbt, hinterlässt eigentlich ungute Hinterlassenschaften, Gedanken, negative Worte, Taten, vielleicht auch Flüche, Verfluchungen, Hass, das Schlimmste. Und das sind Energien, die haben eine Form von Wolken. Diese Energiewolken, ich sage mal Astralwesen Müll, hängt an vielen Orten, dort, wo die Menschen lebten oder dort, wo sie wirkten oder vielleicht dann starben. Also dort wäre Aufräumarbeit angesagt und vonnöten, sonst haben die Nächsten dann wieder eine Verschmutzung,
Störungen oder Besetzungen durch das. Die Gebete haben wir im Gebetsbuch und kann eigentlich sehr schnell ganz einfach gemacht werden. Und in den Häusern, wo Verstorbene lebten, also vorher Leute lebten, die gestorben sind mit Leiden, sind logischerweise jede Menge von Leidensenergien, Mustern noch vorhanden. Das geht nie mehr weg, wenn es der Mensch nicht löst. Nicht. Ja. Darum kommen viele ja wieder ins gleiche Haus zurück oder gleiche Quartier, weil sie merken, da habe ich noch Hinterlassenschaften. Das ist ja ein schlechtes Gefühl oder sagen wir das schlechte Gewissen. Zieht uns zurück oder lässt uns nicht los. Kann sein, wenn wir ankommen, dass es schon aufgeräumt ist oder wurde. Das wäre dann schön, aber ist nicht in jedem Fall die Wahrheit. Also müssen die anderen, die sich von solchen Energien gestört fühlen, halt das tun für Unbekannte oder die Vorfahren, die dort lebten. Also wir sind jetzt da, machen wir einfach das Beste, ob es meine Energie ist oder mein Dreck oder von anderen. Ja. Wir sind dann vielleicht auch froh, wenn andere unseres Zeug aufräumen. Weiß man nie. Genau. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Frage. In einem der Vorträge hatten Sie gesagt, es gibt tatsächlich diesen 7-Jahres-Rhythmus im Menschenleben. Gell? Mögen Sie dazu was sagen? Was passiert mit dem 7-Jährigen, 14, 21? Es ist eigentlich in vielen Kulturen bewusst, dass dieses 7 Jahre existiert. Aber so genau weiß man natürlich nicht, wo das herkommt. Ja. Man kann so feststellen, dass wir eigentlich Entwicklungsschübe bekommen in diesen 7-Jahres-Absätzen. Also das erste Mal ist das 7 Jahre, dann bist du irgendwie die Persönlichkeit wieder zum Teil, wie du warst. Das Kind verändert sich vor unseren Augen, es wird dann vielleicht charakterfester oder nicht mehr so babyhaft, das ist dann plötzlich eine Persönlichkeit und das macht den Eltern oft zu schaffen. Und dann mit 13, 14 Jahren kommt eigentlich die Zeit der Pubertät, wo es uns viele hin und her schmeißt. Du bist eigentlich innerlich noch ein Kind, möchtest spielen und plötzlich fühlst du dich von einem Tag auf den anderen alt innerlich oder anders oder als alter Mensch. Und das ist natürlich für viele Kinder zu viel. Darum rebellieren die, sind dann eigentlich außer sich oder außer Kontrolle und können nicht verstehen, was da läuft. Und von außen kannst du nicht begreifen, was in dem abgeht. Dann kommt 21 Jahre, passiert nicht viel. Dann vielleicht dann eben 28. Und viele haben dann mit 35 oft Lebenskrisen, weil dort karmisch dann die Restlieferungen noch kommen von unseren Seelenspeichern. Und eigentlich das, was wir vorbereitet haben zum Lösen, kommt dann noch, jetzt musst du die Wäsche waschen da unten, musst das reinigen, korrigieren. Und du hast dann das Paket bekommen, weißt aber nicht, was es bedeutet. Und mit dem Inhalt kannst du nichts anfangen. Ja. Und das ist für viele dann einfach überfordernd. Und aber mit 35 bin ich bereits schon ein bisschen etabliert oder stabilisiert als Mensch. Schon ein bisschen Lebenserfahrung. Wenn ich das ganze karmische Krümpelzeug oder Karsumpel bekäme mit 14, hättest du praktisch keine Überlebenschancen, weil man als Kind das nie schaffen würde. Die ganzen Hinterlassenschaften, die ich als 80-Jähriger hinterließ, bevor ich starb, und das eigentlich noch aufräumen sollte als Kind. Es würde nicht gehen, da würde es verzweifeln. Darum kommen mir diese karmischen Erinnerungen oder Probleme einfach dann gestaffelt in kleineren Lieferungen. Die letzten wahrscheinlich mit 35, es kann sein, dass noch was später kommt, aber allgemein stellt man das fest. Und da muss man schauen, wie man mit dieser Lebenskrise herauskommt. Irgendwie muss ich was suchen oder was tun. Ja. Oder was tun? Versuchen sich hineinzuhören, was ist es? Oder die Träume, die man hat, die Bilder, vielleicht nicht die schönsten, versuchen zu interpretieren, dass es mir nützt, dass ich eins ums andere lösen kann. Ich könnte auch beten und sagen, da oben, ich wünsche, dass mir alles gezeigt wird, aber bitte alles langsam, Schicht um Schicht und bitte noch die Betriebsanleitung dazu. Wie ich es auflöse dann. Genau, sonst hast du gar keine Chance, weil du weißt nicht, du hast ja nur noch die Wirkung, aber kennst den Anfang nicht mehr von der Ursache. Ich kann auch Gebete machen, lieber Vater, lieber Heiland, hilf mir, oder liebe Engel der göttlichen Wahrheit, löst bitte das Leiden, das ich jetzt habe. Dort am Anfang, am Ursprung, denn ich habe keine Ahnung, woher das kommt.
und plötzlich verschwindet es vielleicht so. Wir haben auch an den Solarplexus, an den Chakren Hinweise, die das dann zeigen. Jawohl, ja. Und damit kann ich dann diese karmische Ablösung auch vornehmen. Jawohl. Karma wissen ja viele gar nicht, was es ist. Jeden Moment erschaffen wir Karma. Und das ist ja gar nicht so abstrakt. Wir speichern einfach alles, was wir sehen, fühlen, hören, wahrnehmen und natürlich vielleicht auch irgendwie ahnen. Ich ahne etwas und es wird wieder gespeichert. Ja. Das ist etwas, was ich schon hatte, ja, aus den alten Ebenen. Also wir haben karmische Leiden dabei, in unseren Speichern, karmische Muster, karmische Elementale und das Schlimmste ist Mitleidensmuster, die uns natürlich buchstäblich eigentlich nicht mehr fremd sind, sondern diesem Leben zum eigenen Drama und Problem werden. Das ist eigentlich das Schlimmste, was wir haben. Und wir können es oft gar nicht verstehen, woher jetzt das Leiden oder diese extreme Leidensgeschichte kommt. Was ist das zum Beispiel, dieses Mitleidens? Also angenommen, ist es eigentlich einfach zu erklären, wenn Sie zum Beispiel eine Frau sind und Mutter und Sie haben ein kleines Kind, das verletzt sich. In dem Moment spüren Sie das Schmerzen und die Leiden vom Kindlein, dort wo es sich angeschlagen hat, blutet und verletzt ist. Ihnen tut die gleiche Stelle ansatzweise gleich weh. Solange das Kind verletzt ist und Sie diese Wunden sehen, werden Sie feststellen, es kommt jeden Moment wie ein Schub, dass Sie gleichen Schmerzschübe haben und mit der Zeit sind die Krusten dann abgefallen, das Kind geheilt und Sie denken nicht mehr daran. Dann denken viele, es ist vorbei, es ist das geheilt, es ist wieder gesund oder nach einer Operation. Also jetzt wissen aber die Leute nicht, dass ich in meinem Speicher der Gefühle das als Leiden abgelegt habe. Und viele haben das sehr große Speicher von Leiden und haben für alle von der Familie gelitten, für Nachbarn, für die Eltern umgekehrt, als Kinder. Ach, könnte ich meine Mutter doch diese grauen Sau von Schmerzen und Leiden abnehmen? Sie tut mir so leid. Das ist sehr schnell gesagt und es wirkt brutalerweise dann auch so, dass du dann plötzlich Leiden hast. Es kann sein, dass du nicht spürst, aber es wird registriert. Jetzt ist es in einem ihrer Festplattenspeicher des Leidens abgelegt. Im Alter oder fortgeschrittenen Alter kann es sein, dass das sich ihnen zeigt. Hallo, ich bin dann auch noch da. Und vielleicht kommen dann alle Leiden miteinander. Und viele Ärzte und Therapeuten oder Pflegepersonal sagen mir, wir haben Leute bei uns im Spital oder in der Klinik, das ist ein Klumpen Leiden, wir haben gar keine Ahnung, was sie haben. Es gibt keine schlaue medizinische Erklärung, was die Leute haben und sie leiden und leiden und wissen gar nicht, was das ist. Und für uns, wenn wir hingehen, denken wir, was ist denn das für eine Gerechtigkeit? Das waren die liebsten Menschen, die haben nie was zu jemand zu Leide getan, aber sie haben einen Fehler gemacht, sie haben es abgenommen. Jetzt können wir dem begegnen. Jederzeit sollte man einfach bewusst sein, wenn ich Fernsehfilme schaue, Dokumentationsfilme, Schicksalsschläge, grauenvolle, schmerzhafte Bilder, geht es in uns hinein. Ja. Es wird oft mit Musik noch verstärkt unterlegt. Jetzt beschäftigt mich das, plagt mich, will in die Seele eindringen. Und viele können dann nächtelang nicht schlafen, werden albtraumartig von diesen Bildern geplagt und gestört. Also müsste der Mensch eigentlich sehr schnell handeln und ich würde jedem anderen das blitzartig tun. Also ich bitte da oben um Hilfe. Lieber Vater, lieber Heiland, hilf mir, dass all diese Leiden, die ich gespeichert habe heute oder gestern, dass du mir die löscht in allen Speichern. Ich bin nicht bereit, für andere zu leiden. Ja. Ich kann es ja nicht. Es nützt nichts. Bitte hilf du denen, sofern sie noch leben und leiden. Und ich danke dir, dass ich frei bin. Ich lösche hiermit alle Leiden, die noch in mir gespeichert sind, aus sämtlichen Zeiten und allen Leben hinter mir. Das wäre hier die beste Rückkehr. Das Karmische. Wahrscheinlich das Leiden, das der Mensch in diesem Leben gespeichert hat, ist wahrscheinlich der kleinste Teil. Aber jetzt angenommen, der Mensch stirbt mit diesen Leidenspaketen. Das ist alles so perfekt gespeichert, das glaubt niemand, das sieht man dann. Jetzt kommst du auf die Welt und in dem Alter, wo man das Leiden abgenommen hat, gespeichert hat, oder das Alter reicht vom Opfer, das Leiden hatte, angenommen die Mutter, die war dann 50,
dann wird es bei uns dann auch 50. Und dem Alter, dem Tag oder der Woche beginnt bei uns ein Leiden zu starten, wo kein Mediziner weiß, wer das kommt. Ja. Der Mensch hat Leiden, Schmerzen, Störungen. Und dann sagen sie, es ist ein Pseudoleiden oder es ist ein Phantomleiden. Blutwerte übergeben überhaupt nichts Auskunft. Mhm. Aber der Mensch hat die Leiden, feststellbar oder sichtbar. Mhm. Und es geht dann vielleicht auch zum Ende zu. Also ich bekomme ein Leiden, das ich gar nicht will, aber vergessen habe, dass es in mir ist. Und darum, die Engel haben uns oft schon mitgeteilt, passt auf, das ist das größte, verhängnisvolle Leiden, das ihr euch angeeignet habt und ihr habt es noch gut gemeint. Mhm. Also, das ist ein Missverständnis. Mhm. Wenn Menschen, zum Beispiel an verstorbene Menschen denken, die an einem furchtbaren Leiden gestorben sind, denken natürlich immer der arme Kerl, und es kommt uns das Leiden hoch, es drückt uns fast die Kehle zu und der wusste, wie der schrie vor Schmerz. Und das ist kein gutes Gedankengut. Ich müsste es löschen. Das wäre das Beste. Ja. Um die Erinnerung eher präsentieren oder mir vor Augen halten, wie der Mensch in bester Zeit seines Gesundheit, seines Lebens war, fröhlich, glücklich, voll zufrieden, schmerzfrei. Das sollten wir speichern behalten. Keinesfalls der Abgang im Unguten. Mhm. Und sonst haben wir ein doppeltes Problem. Ich mache dann wieder eine Speicherung und es fällt automatisch auf mich zurück. Und das, ja, genau. Ja. Und sammelt sich in meinem karmischen Speicher. Auf den Speicher, im Leidensspeicher. Ja. Ich kann es nicht mehr unterscheiden, habe ich das schon? Ja. Oder habe ich das schon durchlitten, bin dran gestorben? Oder es ist dann auf dein Leiden, du hast keine Ahnung, woher das kommt. Ja. Es tönt fast makaber, aber es ist so. Man meint es gut und es kommt total schief, falsch verstanden. Da hat der hartherzige, kalte ein bisschen Vorteile und trotzdem würde ich dann niemandem anraten, hartherzig zu sein. Aber es ist schwer zu differenzieren, was ist Mitgefühl und was ist Mitleiden. Es geht dann fließend. Das fließend. Und Mitleiden, das geht bei lieben Menschen, die wir kennen, fast automatisch. Ja. Kann sich dem nicht entziehen. Aber bewusst am Abend wie Tisch reinigen, Küche reinigen, putz das weg, ich will es nicht. Mhm. Der Wille öffnet hier die Möglichkeit, dass ich den Speicher löschen kann. Mhm. Ich kann das auch im nächsten Leben machen. Nun merke ich es viel zu spät. Ja, und besser gleich eigentlich. Ja, dann bin ich ja befreit sofort. Und kann frei auch. Aber du musst das Wissen zuerst haben überhaupt kennengelernt haben. Genau, das ist eigentlich Dramatik und Missverständnisse. Dann gibt es so viele nette Menschen, die leiden unbekannterweise, kommen nie eigentlich einfach die Runde oder über die Runde und sind auch das ganze Leben unglücklich und haben Leiden, die sie eigentlich gar nichts angehen. Ja. Ja, und fragen sie, warum. Die meinen dann, es sei Schicksal. Sie müssen leiden. Ja, das kenne ich auch. Die vielen Geschichten, die man sich so erzählen kann, dann warum oft noch das so sein glauben, soll, es gibt da oben jemanden, der mich leiden machen will. Mhm. Und wenn ich viel leide, bekomme ich einen besseren Fensterplatz da oben im Himmel. Das ist natürlich Unsinn, das gibt es nicht, das glaube ich nicht, das ist nicht möglich, hat noch keine Seele gesagt. Sonst ist dann mein Lebenswert zigmal schwer, kann ja auch eine Lektion sein, aber ich glaube, ziemlich unsinnig. Ja. Ein Mensch, der leidet, hat wenige Freuden am Leben oder gar keine mehr, verliert alle Freunde. Das habe ich auch gestern wieder gehört, im Seminar in Bern. Ja, es ist mir so schlecht gegangen, alle Bekannten, alle Freunde verloren. Die haben sich abgewendet. Was willst du mit einer Person, die nur leidet oder nur von Leiden redet, keine Minute etwas sagen kann, ohne zu jammern? Mhm. Und man kann die gar nicht verstehen. Von außen scheinen sie gesund zu sein. Sie sind seelischer Leid, sie sind oft die Grausamsten. Und sie sehen dann, dass die irgendwie behaftet sind. Gell? Ja, kann ich jetzt nicht unbedingt sehen. Oder das nicht. Wissen. Das ist im Speicher drin, das muss ich dann herausfinden, durchs Pendeln, die Seelen befragen. Ja. Ist ein karmisches Leidensmuster da? Ja. Hat die Leiden übernommen von anderen? Wenn es ja angeht, muss man das angehen und löschen. Ja. Diese Rituale habe ich in Gebetsbüchern drin, die der Mensch dann selber machen kann. Das braucht mich dazu nicht. Ja. Das kann der Mensch selber. Nur würde ich anraten, fortlaufend auch zu lösen. Ja, nicht warten, bis es dann verschwunden ist und du hast es noch vergessen. Mhm. Also das ist total immer Arbeit. Genau. Aber oft macht man das wie nebenbei und einfach. Und das ist die Eigenverantwortlichkeit, die wir auch eingangs des Gesprächs so schön hatten. Gell?
Genau. Ja. Damit kommen wir zum Ende des Interviews. Ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich drei Fragen, die ich immer stelle. Vielleicht mögen Sie da eine Antwort geben und uns teilhaben lassen an Ihrem großen Wissensschatz. Die eine ist, wenn Sie sich mit einem Megafon über die Dächer stellen dürften. Die Dächer hier vom schönen Eggerisee oder es schallt noch weiter drüber hinaus sogar. Was wäre der eine Satz oder die eine Botschaft, die Sie so gerne geben würden? Ja, wenn ich jetzt das könnte, da so alle beschallen, Sie würden vielleicht nachher denken, da spinnt wieder einer in der Böschung um. Aber würde ich sagen, ihr lieben Mitmenschen, genießt das Leben, schaut das Schöne in der Natur, liebt euren Körper, dankt dem Schöpfer da oben für das Leben und die Freude und liebt einander und habt Frieden miteinander und glaubt, es geht immer weiter, ihr seid unsterblich in der Liebe und in der Freude. Hab keine Angst, es ist unendlich schön und wird immer unendlich schön sein. Löst euch von Ängsten und glaubt eigentlich, dass der andere auch das gleiche Recht hat. Gönnt dem anderen die Freude. Sei nicht neidisch, nicht missgünstig, sonst habt ihr selber weniger. Das wäre so die Botschaft, die eigentlich eben jeder verstehen könnte wahrscheinlich. Ja. Ja. Und es braucht eben wenig. Wie schön. Und so eine schöne und eigentlich einfache Botschaft, gell? Ja. Sich freuen und mitfreuen und das Positive anschauen. Ja. Ja. Die zweite Frage ist, jetzt weiß ich auch, Sie kriegen unzählige E-Mails, unzählige Anrufe, haben unzählige Anfragen. Haben Sie irgendwie wie so einen Arbeitsgrundsatz oder irgendwie, wie gehen Sie damit um? Was macht Ihnen das Leben einfacher? Nebst dem karmischen Speicher lösen oder löschen, haben Sie da irgendeinen Tipp, was sich der ein oder andere Zuhörer übernehmen kann? Ja, ich meine, ich werde wirklich überhäuft mit Hilfegesuch. Mhm. Hilfe gesuchen. Jeden Tag sind etliche sehr schwerwiegende Fälle, ja, die beim Lesen mich schon bedrücken. Und ich muss dann einfach schauen, wie gehe ich mit dem um. Also natürlich wird die Zeit für ein bisschen abgebrühter, das muss ich vielleicht sagen. Und es ist schon, es gibt Tage, es ist einfach bedrückender, und es gibt Tage, es ist leichter oder leicht zu lösen. Ja. Es ist sehr unterschiedlich, was ich da mache. Bei Einzelnen gebe ich schnell eine E-Mail-Antwort, pendle schnell aus, was der Mensch überhaupt hat, spüre, der hat nur das oder das, schicke ihm per E-Mail sogar einfach da ein Gebet oder ein Ritual, das er machen kann. Und interessanterweise, Postwende kommt dann die Meldung nach ein paar Tagen, sieh, es geht uns leicht, es ist gut, das geht uns gut, danke vielmals und fertig, höre ich von Menschen nichts mehr. Aber es kommen ja dann wieder andere. Und viele meinen dann einfach, wenn sie mich erreichen könnten, dann würde ihr Leben anderen gehen, aber machen nichts. Und das ist dann eher die Schwierigeren, die eigentlich jetzt einfach nur glauben, der andere löst mein Problem. Mhm. Und nicht bereit sein, ein Gebet zu machen, ein Ritual oder sich mal anzuschauen. Einfach schwer erziehbar, sage ich jetzt mal in dem Sinn. Aber die glauben jetzt einfach, die anderen wissen alles und ich kann gar nichts. Die müsste man vielleicht dann vielleicht aufklären, lest mal was und macht was und versucht natürlich vielleicht ihnen auch zu helfen. Und viele sind natürlich so besetzt oder besessen von der Dunkelheit, dass eigentlich ein normales Leben ja gar keine Rede mehr ist. Die können sich auch nicht mehr frei bewegen. Die haben auch nicht mehr die Möglichkeit herzukommen, es wird ihnen abgeblockt. Mhm. Diese Wesen wollen nicht, dass sie herkommen und sich befreien. Mit diesen Menschen würde ich dann am ehesten vielleicht einen Termin ausmachen, um sie vielleicht von ihrem Unguten zu befreien. Mhm. Und die kommen dann her, wir treffen uns und dann ja, gibt es meistens eine Erfolgsmeldung irgendwann. Mhm. Aber der Mensch muss oft achtsam sein, er muss dann aufpassen. Ja. Es ist dann vielleicht nicht mit einem Mal gelöst. Er muss dann selber auf die Beine kommen, an sich glauben und natürlich vielleicht nach oben auch dankbar sein und vielleicht gewisse Fehler nicht mehr machen. Also, Jesus hat schon gesagt, ich helfe dich, befreie dich vom bösen Geist, aber sündige nicht mehr in diese Richtung. Aber was ist schon Sünde? Es ist vielleicht eher ein Missverständnis gegen sich selber. Mhm. Und ja, in den Ferien versuche ich dann auch vielleicht in Notfällen noch nachzugehen. Und
Aber andererseits versuche ich dann vielleicht in der Natur daraus ein bisschen zu erholen. Und das ist nicht so leicht, wie die Leute einfach meinen, eben den ganzen Tag das zu hören, zu sehen, wahrzunehmen und dann einfach nur immer glücklich zu sein. Das ist ja vielleicht auch nicht immer möglich. Aber ich habe jetzt eine Kleine und die freut mich natürlich und liebe Frau an meiner Seite, die auch stark ist, die auch vielen helfen kann. Zum Glück habe ich eine liebe Partnerin, die eigentlich Verständnis hat, selber auch solche Fähigkeiten hat. Ja. Es ist leichter, als wenn jetzt jemand das nicht verstehen kann, nicht mal ansatzweise, dann würde ich ja total ausgebremst, könnte ich nichts tun. Ja. Was mir Spaß macht umgekehrt, mir Kraft gibt, sind Seminare, Vorträge, wo ich wirklich vielen eigentlich eine Grundlage geben kann, sie wecken kann, herauslocken kann aus ihrer Isolation, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit und sagen, hey, macht was. Ihr habt das Werkzeug, ist einfacher, als ihr denkt. Und viele gehen ein und sagen, ja, sehe ich es, jetzt habe ich eine Chance bekommen. Merken auch, das ist vielleicht bei einer Befreiungsaktion etwas wie abgegangen, es geht mir leicht, ich fühle mich gut. Das ist natürlich, das macht mir Freude. Also es gibt mir andererseits Ansporn. Ja. Und dann die vielen Dankesbriefe. Gegenüber den großen Massen, die wir ablösen, ist natürlich das wenig, aber vielen Leuten, wenn es gut geht, vergessen sie alles. Ist auch eine Gnade. Bin ich nicht böse, ich warte nichts. Und ja, ist jetzt einfach so geworden. Am Anfang fragten sie mich ja, warum bin ich so in diese Arbeit gekommen oder zu dieser Arbeit. Ich muss sagen, ich weiß es eigentlich auch nicht. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich hätte das auch nie gewünscht. Ja. Es ist dann einfach vom seelischen Weg plötzlich so gewesen, die Situation. Wahrscheinlich habe ich jetzt diese Aufgabe angenommen. Ich mache es einfach so lange so gut wie möglich. Und würde es jedem sagen, einfach muss schauen, auf die Seele zu hören. Oft kommt es ganz anders, als man denkt, aber die Seele hat andere Ziele, andere Wege, andere Vorstellungen als mein Verstand. Der Verstand ist eigentlich nur seit der Geburt da, haben wir was gelernt, wir sind angelernt worden, aber die Seele hat die Erfahrung von vielen Leben und kann mich warnen oder sagen, stopp, das geht nicht gut, du hast was anderes vorgenommen. Nur das Problem ist eigentlich, wie verstehe ich meine Seele? Ja. Wie kann ich begreifen, dass meine Seele jetzt es nicht gut dünkt, was ich da tue? Ich rate den Leuten an, hört auf eure innere Stimme. Das ist die einzige Wahrheit auf der Welt, die es überhaupt gibt. Es gibt keine Wahrheit irgendwo bei einem Guru oder auf der ganzen Welt, bei dem Indianer-Urwald oder da bei den Windelhocker in Indien oder irgendwo auf Tibet oben oder sonst anderwo. Die Wahrheit ist allein, sich allein in jedem allein. Ist dort und wird immer dort sein, aber ihr müsst sie verbinden mit der Liebe zum Schöpfer. Sonst ist die Wahrheit schwach. Ja. Dort ist die Steckdose sozusagen, das Ladegerät. Und wir können dann das benutzen, wenn wir wollen. Wir sind nicht gezwungen. Ja. Aber wir ernten dann das, was wir sehen. Also das Tun fördert unsere Seele. Ja. Jesus hat gesagt, ein Stillstand ist seelisch gesehen ein Rückschritt oder gar ein Tod. Ja. Also wir sollten die Talente, die wir haben, ausnützen zu unserem eigenen Wohl. Ja. Und natürlich für die Familie und für andere, wenn die das brauchen, als mit Unterstützung auch. Ja. Jeder kann das tun. Jeder kann Kleines tun und er macht was Großartiges. Ja. Keiner muss meinen, es muss etwas Großartiges erstellt werden oder denkmalartig auf der Erde zurückbleiben. Es ist einzig die Liebe oder mindestens die Achtung vor dem anderen. Das sind wunderschöne Worte. Vielen, vielen Dank. Und es ist so, also damit arbeite ich ja auch, dass die wahre Kraft liegt in jedem Einzelnen, gell? Und das ist der beste Freund, das Unterbewusstsein, das wir haben, die inneren Stimmen, das ist unser bester Freund, der uns sagt, sei vorsichtig oder mach, geh, verfolg deinen Traum. Deshalb haben wir unterschiedliche Träume. Ja, die innere Stimme, wissen Sie, ist ja noch oft schwierig zum Verstehen lernen. Angenommen, ein Mensch hat irgendwie Verschmutzungen abbekommen von anderen, dann ist plötzlich der Zugang zum eigenen Ich, hören Ich, gestört, verstellt und plötzlich ist alles anders. Also wir brauchen oft andere Menschen neben uns, mit uns Lebende, die sagen, du hast dich verändert, etwas stimmt mit dir nicht. Ja. Ich sehe da was an dir oder in dir, was nicht gut ist. Ich habe das Gefühl, mit dir wird gemacht. Und wir sollten einfach lernen, zuzuhören, was uns andere sagen. In einfach impulsiven Ausdrücken,
wie aus dem Nichts kommen diese Sätze, wir sollten nicht wütend sein, sondern sagen, ja, jetzt schaue ich irgendwas, stimmt wahrscheinlich schon nicht. Wir sollten sogar dankbar sein. Aber viele sind so egoistisch oder egomanisch und meinen dann, der andere will mich kontrollieren, mich kritisieren und sagen, spinnst du, du hast auch ein Problem. Also man sollte das vielleicht ein bisschen sich zurücknehmen und sagen, ja, danke dir für den Hinweis, ich schaue mal. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Und wir können auch niemand und niemals alle heilen, das können wir uns abschminken, aber wir müssen einfach warten, die kommen dann schon. Also kommen dann viele verspätet halt und sagen, du hast doch was gesehen, kannst du einen Tipp geben, was ich da habe, kannst du mir helfen? Und vielleicht kann man dann sagen, du, ich habe dein Gebet, dein Ritual, mach doch das mal, probier es mal. Ich habe einfach etwas gespürt, aber weiß es eigentlich auch nicht. Du musst es halt versuchen. Ja. Und einfach viele müssen dann mehrere Gebete, Rituale machen, bis es dann wirkt. Oder ein anderer sollte für den anderen das machen, dann wirkt es garantiert. Ja, genau. Und die dritte Frage, die ich immer stelle, ist, jetzt haben Sie ja selber 6 Bücher geschrieben, plus die 2 kleinen mit den reinen Gebeten für die Seele. Gibt es ein Buch, das Sie selber empfehlen zu lesen? Oder was würden Sie selber noch mal gerne lesen? Haben Sie selber ein Lieblingsbuch? Also muss ich ehrlich sagen, ich habe gar keine Zeit, andere Bücher zu lesen. Ja. Ich habe mich auch niemandem angelehnt. Ja. Das Beste, man liest gar nichts. Ja. Das ist von mir alles, was ich da habe. Andere kopieren mich ja zuhauf und verkaufen meine Bücher praktisch Schwarzmarkt. Das ist dann eher das Ärgernis. Aber wie soll ich sagen, der Mensch muss einfach auf seine inneren Gefühle hören. Und ich habe schon oft Leute gehört, im In- und Ausland, gehen in eine Bücherei und es fällt ihnen ein Buch von mir vor die Füße. Ich denke, wenn das für sie nötig ist oder sie das brauchen, fällt es uns zu. Und es gibt keinen Zufall. Aber ich muss auch etwas aussenden, dass mir die geistige Welt eine Dienststellung, Leistung bieten können. Also wenn ich da keine Bitte habe, keinen Wunsch und nicht dankbar bin, dann wird mir natürlich vielleicht nichts geliefert. Also wir sind da einfach in Resonanz gesetzt. Also wenn ich nach oben sage, ich brauche Hilfe, bitte schenk mir einen Hinweis, plötzlich kommt das. Irgendwo. Wie viele Menschen haben schon gesagt, ich habe ihr Gesicht gesehen, im Traum. Und ich habe eine Stimme gehört, der hilft dir. Wie ich mich dann gefunden habe, das ist auch oft merkwürdig oder bis zu eigenartig, aber es hat dann irgendwie gepasst. Wie die mich da gefunden haben, weiß ich auch nicht immer im Detail. Sie haben es mir dann erzählt. Und dann war immer etwas, das zum Lösen war. Also man konnte ihnen helfen oder sie konnten sich dann schlussendlich selber helfen. Also hilft die selber, dann hilft die Gott. Wissen Sie, das ist dann der Schlusssatz. Wenn ich nichts will, bekomme ich auch nichts. Genau, die Eigenverantwortung. Absolute Eigenverantwortung, das geht nicht. Selber losgehen und dann öffnet sich der Weg. Gell? Und auch wenn wir rumfallen, aufstehen, weitergehen, ist nie am Ende, nie Schluss. Und wichtig ist einfach glauben, ich bin gesund bis zur letzten Stunde. Kranke Gedanken entfernen. Nicht, wenn ich Angst habe vor dem Alter, wenn ich dann dort senil bin, hinfällig oder invalid. Diese Krankheit, diese Angst vor dieser Krankheit ist dann die Realität. Es wird so eine Krankheit. Nicht kopieren, das, was die Eltern machen. Ich bin nicht die Mutter und bin schon gar nicht der Vater. Also ich bin die, die ich bin. Ich bin der, ich bin. Ich bin im Hier und Jetzt und bin im Göttlichen verbunden, der Liebe. Das ist wahrscheinlich die beste Botschaft, die ich sagen kann. Einfach da den Weg finden und Weg gehen. Wunderschön. Also, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Stieger, für das umfangreiche Interview und vielseitig und dass Sie uns so mit in Ihre Welt genommen haben mit so schönen, eingängigen Worten. Dass es wirklich, glaube ich, für jeden nachvollziehbar ist und jeder, der möchte, kann jetzt die Ärmel hochkrempeln und loslegen und die ersten Schritte tun. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier hochkommen habe dürfen. Gut, danke. Vielen Dank. Ja, das war das heutige Interview für dich mit dem wunderbaren Anton Stieger. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und du für dich mitnehmen konntest, wie wichtig Eigenverantwortung und der eigene Wille sind. Und ich wünsche dir sehr, dass du bei dem Gefühl, da ist doch was, dir in Zukunft selber helfen kannst. Unter www.geobiologie.ch findest du alle Informationen und Kontaktdaten zu Anton Stieger. Ich setze den Link auch unten in die Shownotes rein.
Und wie immer freue ich mich unglaublich, wenn du dir die Zeit nimmst, auf meiner Internetseite www.nadialang.com einen Kommentar unter dem Podcast zu hinterlassen und mich wissen lässt, was dir das Interview gebracht hat, wie es dir damit geht und zu welchen Schritten wir dich haben inspirieren können. Ich freue mich unendlich, wenn dir die Folge gefallen hat und du mir auf iTunes eine schöne Bewertung geben magst. Herzlichen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst und ich wünsche dir eine tolle Woche mit viel Erfolg und Genuss. Ich helfe dir dabei, mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke für dein Leben und Business zu gewinnen. Alles ist möglich, du kannst es, schreib mir einfach. Ich freue mich auf dich. Herzliche Grüße, deine Nadja.